Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen hier zum ITW-Kongress auf der weltgrößten Reisemesse. Herzlich willkommen, liebe Gäste in alle Halle 11.1 im ITW Career Center. Schön, dass Sie alle da sind. Wir haben, ich denke, das ist mal ein Applaus wert, dass ihr alle hier versammelt seid im ITW Career Center. Mein Name ist Tobias Klöpf, ich leite und habe gegründet den Young Travel Industry Club vor nunmehr 3 Jahren und es hat insgesamt 6 Jahren, dass ich diese Veranstaltung am heutigen Tage moderieren und es freut mich einfach zu sehen, wie gut sich ja diese Halle entwickelt und wie gut das Programm angenommen wird. Und wir dürfen uns jetzt wirklich auf einen klasse Young Professionals Day freuen und dann geht das Ganze hier noch 5 Tage weiter. Das Ganze wird ermöglicht, natürlich aufgrund von zahlreichen Partnerschaften und wie sich das gehört bei dem Kongress morgens, darf ich einmal einen Dank aussprechen, zunächst an das Partnerland in diesem Jahr, an Malaysia und an die World Tourism Cities Federation, die ebenfalls als Co-Host des ITW-Kongress ja, uns unterstützen. Aber mein Dank gilt natürlich auch allen Ausstellern hier in dieser Halle 11.1, allen Referenten und natürlich Ihnen, euch, liebe Young Professionals, liebe Gäste in Halle 11.1. Ja, was wir hier an Nachwuchsarbeit im Career Center machen, das lässt sich meiner Meinung nach wirklich sehen. Insgesamt sind 50 Hochschulen und Arbeitgeber vertreten. Wir haben ein Bühnenprogramm mit insgesamt 100 Sessions hier die nächsten Tage. 150 Referenten werden auf dieser Bühne stehen und sich für den touristischen Nachwuchs einsetzen. Und insgesamt erwarten wir wie im letzten Jahr 3000 Gäste hier an der Bühne. Ich möchte Sie ebenfalls aufmerksam machen auf das Programm der Bundesagentur für Arbeit. Genau am zentralen Gemeinschaftsstand, wenn wir einmal nach hinten Richtung Kreuzfahrtschiff blicken, genau hinter dem Kreuzfahrtschiff gibt es jede Menge an Rahmenprogrammen, nämlich da gibt es einen Bewerbermappencheck, ein Fotoshooting und ja, ich glaube insgesamt nochmal 15 Arbeitgeber, die mit Countern vor Ort zu Jobs beraten. Was erwartet uns die nächsten Tage? Am morgigen ITW Donnerstag haben wir um 12 Uhr hier einen Master Elevator Pitch. Das heißt, insgesamt 15 Professoren stellen die Masterstudiengänge innerhalb von 2 Minuten hier auf der Bühne vor. Also es geht nur darum, die USPs quasi abzuklappen. Das ist ein sehr unterhaltsames Format und innerhalb von 30 Minuten lernt man dann quasi die deutsche Hochschullandschaft kennen. Ebenfalls möchte ich Sie alle dazu einladen, um 14.15 Uhr am morgigen Tag wird das diesjährige TourCon-Schiff, der Young Tick TourCon, die Workshop Flusskreuzfahrt, bekannt gegeben, ebenfalls hier auf der Bühne. Und am Abend findet eine Abendveranstaltung statt, die ganzen Hochschulen laden ein und auch der Young Travel Industry Club zusammen mit dem Hotelotop-Netzwerk und den Living Hotels. Wir erwarten morgen Abend hier knapp 200 Gäste und haben für Snacks und Getränke gesorgt und freuen uns auf alle Gesichter, die morgen Abend ins Networking mit uns gehen. Am Freitag geht es dann weiter mit dem Company Slam. Innerhalb auch von 2 Minuten stellen 15 Arbeitgeber sich als attraktive Arbeitgeber vor. Da freuen wir uns auf Reim, Schauspiel, Gesang, da ist jede Menge Kreativität hier auf der Bühne. Und am Samstag findet dann nochmal ein Elevator-Format statt, nämlich der Bachelor-Pitch, wo sich wiederum dann 16 Hochschulen ihre USPs der jeweiligen Bachelor-Studiengänge vorstellen. Ansonsten natürlich vielen Dank an alle, die am Bühnenprogramm mitwirken. Wie gesagt, 100 Sessions erwarten uns hier in den nächsten Tagen. Und auf den heutigen Tag habe ich mich persönlich ganz besonders gefreut. Bevor wir jetzt gleich mit Sören Hartmann das Keynote-Interview machen, geht es direkt danach weiter. Sprungbrett Reisevertrieb. Der RTK-Chef Thomas Bösel wird dann um 12 Uhr hier eine spannende Keynote geben. Und danach geht es weiter mit 2 Podiumsdiskussionen. Da beschäftigen wir uns mit dem Thema, welche Tourismusabsolventen braucht die Wirtschaft im Jahr 2020. Und danach geht es weiter Tipps zum Studium, was bedeutet eigentlich Qualität in der Tourismusausbildung. Da haben wir das 2. Panel dann hier auf der Bühne. Und am Nachmittag geht es dann weiter, da haben wir den Dr. Markus Heller von Fried & Partner, der ja über die großen Themen und Trends der Reisebranche referieren wird. Dann haben wir zu Gast den Ingo Lies, den Gründer und Geschäftsführer von Chameleon Reisen. Und er wird um 17 Uhr referieren, warum ja, Emotionen und Motivation Türöffner für vermutlich fast alles, was wir anpacken in unserem Leben ja, ist. Ich freue mich wirklich auf den Young Professionals Day. Ich freue mich, dass das Programm so gut angenommen wird. Full House. Und Full House ist natürlich nicht wegen mir hier vorne, sondern wir freuen uns jetzt ganz besonders auf den Vorstand, also Mitgliedvorstand von der Rewe-Gruppe und Geschäftsführer von CEO von der Touristik. Ein großer, herzlicher Applaus hier, Sören Hartmann. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
hier zu sein, vor so vielen jungen Leuten sprechen zu dürfen, auch wenn es ein bisschen turbulent ist drumherum. Insofern, mein Herz kann ich Ihnen heute nicht ausschütten, dafür ist mir zu viel Öffentlichkeit da, aber wenn Sie persönliche Fragen haben, auch gerne danach. Ich freue mich immer, wie gesagt, vor jungen Leuten zu sprechen. Warum? Ich habe drei Töchter, die machen das normalerweise nicht, dass sie mir zuhören. Heute bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe, das ist auf jeden Fall. Super. Ja, Herr Hartmann, jetzt hatte ich eigentlich zwei DIN A4 Seiten vorbereitet mit seiner Wahnsinns-Vita, die lässt sich wirklich sehen. Aber das ist vielleicht viel authentischer, wenn Sie das selber einfach mal kurz schildern. Wie kamen Sie denn auf den Chefsessel der Touristik, wo Sie heute stehen? Ja, ich kann das sehr lang machen, ich kann das auch etwas kürzen. Ich versuche mal so einen Mittelweg zu finden. Angefangen habe ich ganz normal eine Lehre zu machen bei der TUI, das war 1986. Warum bin ich überhaupt in die Tourismusindustrie gegangen? Ich hatte wahrscheinlich genau wie Sie einfach das Thema fasziniert, das Reisen. Ich bin selbst gerne gereist. Ich habe gern mit anderen Kulturen gesprochen. Ich habe sie kennengelernt. Es war mir einfach ein Bedürfnis, in diese Branche zu gehen und mit diesen vielen sozusagen unterschiedlichen Charakteren zusammenzuarbeiten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich damals gesehen, da haben sie eine komplett andere Ausgangssituation, dass die Touristik natürlich etwas war, was nur wachsen konnte. Und das durchschnittliche Einkommen in Deutschland wuchs, das Thema Reisen wurde auch immer mehr, die Nachfrage wurde Jahr zu Jahr größer. Man hat angefangen, damals muss ich mir vorstellen, 1986 dann tatsächlich Pauschaltouristik erstmal anzufangen. Und wenn Sie heute sehen, 25, 30 Jahre danach, im Grunde, wo wir gelandet sind, war diese Einschätzung sicherlich auch richtig. Die hatte ich aber nicht selbst, sondern die kam damals von meinem Vater. Was habe ich denn gemacht? Ich habe eine Ausbildung gemacht bei der TUI. Ich bin dann direkt gelandet in der Unternehmensentwicklung. Die Unternehmensentwicklung damals bei der TUI beschäftigte sich mit zwei Sachen und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben geprägt. Einmal mit dem M&A, mit Merger and Acquisition, das heißt neue Unternehmen kaufen, die möglicherweise zu der Struktur des Unternehmens passen. Und auf der anderen Seite damit, was gibt es für Zielgruppen, was müssen wir für Zielgruppenprodukte in Zukunft entwickeln, was sind die richtigen Vertriebskanäle, das heißt die strategische Perspektive für das Unternehmen machen. Das war damals großes Glück, weil ich war eigentlich nur Stift und wollte eigentlich danach studieren. Dann kam diese Aufgabe, dann wollte ich wieder studieren. Ich hatte also dreimal in meinem Leben einen Studienplatz, den ich nie in Anspruch genommen habe. Dann kam eine neue Option. Ich habe damals in einem Projektteam mitgesessen und habe den neuen Billigreiseveranstalter der TUI aufgebaut, gedanklich auf einem Blatt Papier. Und irgendwann kam dann der alte Vorstand der TUI rein, sah das so alles an der Wand gezeichnet, hörte sich das von uns als Team an und fragte dann, wer mitgeht, wer will diesen Veranstalter mit aufbauen. Und da war ich dann gerne dabei und dann war es dann auch durch irgendwie mit dem Studium. Ich muss aber dazu sagen, dass wenn Sie jetzt heute mich sehen ohne Studium, ich habe mir alles natürlich aneignen müssen. Das Thema Finanzen, das Thema Marketing, ich habe das alles angelesen, ich habe all diese Sachen dann studiert, weil sie mich interessiert haben, aber weil ich sie auch für das tägliche Leben einfach brauchte. Wir haben dann diesen Veranstalter aufgebaut und wenn Sie jetzt weiter meine, ich sage das ungern Karriere oder meinen Lebensweg verfolgen, dann hatte das immer etwas mit Aufbau und noch ein bisschen was mit Mut zu tun. Wir müssen sie auch haben, also das ist ganz wichtig für Sie im Grunde genommen. Wenn Sie in eine neue Position gehen, haben Sie Mut, glauben Sie an das, was Sie tun, denn nur dann können Sie wirklich erfolgreich sein. Das habe ich damals gemacht, damals gingen die Vorhänge auf, 1989. Viele von Ihnen werden noch nicht auf der Welt gewesen sein, aber es gab damals noch einen Osten, ein Westdeutschland. Das ging auf und plötzlich standen wir vor einem neuen Markt. Einem riesengroßen Reisemarkt. Aus einer westdeutschen Perspektive, der öffnete sich plötzlich. Die Leute wollten ja alle reisen. Dann habe ich gesagt, na gut, dann machen wir mal das im Grunde genommen, was alle anderen nicht machen. Wir bauen hier keine Riesenstruktur auf. Wir haben damals den Vertriebsleiter der alten staatlichen Reisebüros geschnappt. Dann haben wir gesagt, alte Interflugmaschinen, Propellermaschinen, hat mir die ganze Branche in Vorbild gezeigt. Du kannst ja nicht 1989 oder 1990 war das dann damals, mit Propellermaschinen nach Mallorca oder nach Kreta fliegen. Mein Glaube war, dass genau das gefragt war, dass man genau diese alten Interflugmaschinen haben wollte und genau das ist auch eingetreten. Wir sind dann relativ erfolgreich ein Jahr unterwegs gewesen und dann bin ich abgeworben worden von der Köln-Düsseldorfer und bin mit 29 dann Bereichsleiter geworden und saß sozusagen in einer Runde voller anderen honorigen Direktoren zusammen, die alle Zigarren rauchend um mich herum saßen und darüber sprachen, wie man diese Flussschiffe jetzt einsetzen sollte. Ich habe damals so Zigaretten selbst gedreht, war etwas komisch in der Runde, aber habe eines gelernt, dass man mit dem Umfeld einfach so agieren muss, wie es ist, dass man das Umfeld nicht sofort verändern kann
Und so insofern haben wir auch da sehr erfolgreiche Sachen gemacht. Wir haben damals neue Schiffe auf die Elbe gebracht. Wie gesagt, die Grenze ging gerade hoch. Wir haben den Main-Donau-Kanal praktisch eröffnet, haben dafür Schiffe gebaut, haben die Infrastruktur dafür geschaffen. Und das war sozusagen wieder Aufbauarbeit. Und wieder auch ein gewisser Mut, weil sie müssen nicht erstmal überhaupt ein Schiff bauen, sie müssen erstmal Anlegestrukturen schaffen und sie müssen die Vertriebskanäle letztendlich aufbauen. Danach bin ich dann auf dem Weg sozusagen in eine Reederei, wieder gelandet bei der TUI. Die sagte, ich weiß, du willst wechseln. Das war damals der spätere Vorstand praktisch der TUI Deutschland. Der sagte, nee, ich brauche dich hier, du musst unbedingt kommen. Und ich bin dann gekommen, ich hatte keine feste Position, ich hatte nur den Glauben an diesen Menschen, dass dieser Mensch sozusagen die TUI weiterbringen würde. Und ich wollte gerne sozusagen in der Mannschaft mitspielen. Ich wollte dabei sein und habe dann damals für die TUI das junge Produkt aufgebaut. Das hieß damals Trendtours. Dann haben wir das Familienprodukt aufgebaut, wir haben die einzelnen Hotelkategorien geschaffen für die TUI und so weiter und bin dann sozusagen in einem Schritt nach dem anderen immer meinem Chef gefolgt, bis sozusagen in die Geschäftsführung der TUI Deutschland und habe damals die gesamte Touristik bei der TUI geleitet. Dann gab es ein wenig Zoff und ich habe das Unternehmen verlassen wollen. Dann hat man mir aber gesagt, mach mal Robinson, was ich gerne angenommen habe, weil es ein tolles Produkt war. Ich war also dann 4 Jahre lang Managing Director von Robinson, habe in der Zeit 5 unterschiedliche Clubs gebaut, unter anderem dem auf den Malediven. Und auch das hat wieder etwas mit Glaube oder mit Mut zu tun. Hallo Thomas. Mit Glaube und Mut zu tun. Denn eins war mir sozusagen aus Markenperspektive klar, wer Robinson heißt, braucht eine Insel. Ist ja logisch. Ne? Und wenn dann eine Insel, dann muss es eine Trauminsel sein, also kommen nur die Malediven tatsächlich in Frage. Wenn Sie aber zum ersten Mal auf so einer Malediveninsel stehen und gucken in den Sternenhimmel und der nächste Shop ist 800 Kilometer mit dem Schiff entfernt, jemand sagt, bau hier praktisch eine Infrastruktur von 100 Villen hin, dann fragt man sich natürlich erstmal, wie das geht. Das anzufangen, das Geld zu investieren, dort sich wirklich reinzusetzen, zu versuchen zu verstehen, wie so etwas funktioniert, das war und ist immer noch mein persönlicher Antrieb. Wir haben das dann 5 Jahre gemacht, dann bin ich bei der Touristik gelandet, habe die Pauschaltouristik praktisch restrukturiert, bin dann CEO geworden von der Gesamttouristik und das ist tatsächlich dann der Schritt gewesen, der mich am meisten gewundert hat und bin dann von einem der größten Lebensmittelhändler weltweit Vorstand geworden. Das muss ich sagen, hat dann allerdings nichts mehr mit meinen persönlichen Qualifikationen zu tun, sondern nur noch mit der Größenordnung, die wir eingenommen haben als Touristik im Rewe-Konzern. Wie kommt es denn überhaupt, dass ja, Rewe mit, ich glaube, 55 Milliarden Jahresumsatz, ein internationaler Handelsriese, wie kommt es denn, dass Rewe-Gruppe sich für die Touristik überhaupt interessiert? Ja, relativ einfach. Also das Thema Reisen war natürlich etwas, was sehr stark gewachsen ist in den 70er, 80er, dann auch in den 90er Jahren. Und klar, wenn man sagt, ich kann Lebensmittel verkaufen, dann fragt man sich, was kann ich denn noch verkaufen? Und dann war eben das Thema Reisen. Man hat damals angefangen mit 16 Atlas Reisebüros, das war auch ein Kölner Unternehmen. Rewe ist voll Kölsch, also ist auch ein Kölner Unternehmen. Man hat dann das Ding aufgebaut auf 300 Reisebüros, hat dann einen Reiseveranstalter dazu gekauft, das war damals ITS von Kaufhof. Händler mögen sich untereinander überhaupt nicht, die ziehen sich gerne unterschiedlich die Geschäfte ab. Also ITS kam dazu. Der nächste große Schritt war dann sozusagen die Übernahme des DER in Frankfurt mit der Reisebürostruktur, mit den eigenen Reisebüros und vor allem mit den Reiseveranstaltern der Tour. Mehr war damals auch noch nicht dabei. Der dritte große Schritt war dann die Übernahme der LTU, eine Airline, die viele von Ihnen nicht mehr kennen werden, die aber sehr, sehr groß war zum damaligen Zeitpunkt. Die hatte auch viele Reiseveranstalter und auch Hotelkapazitäten. Die ist dann auch übernommen worden, ist dann aufgeteilt worden. Das war im Jahr 2001 und dann ist eigentlich viele Jahre nichts mehr passiert. Wir haben dann vor circa 4 Jahren gesagt, vor 4 bis 5 Jahren, wir müssen 3 Dinge tun, weil wir sind eigentlich als nationales Unternehmen, Deutschland, Österreich, Schweiz, aber irgendwie deutschsprachig, gar nicht im Zielgebiet wettbewerbsfähig. Wir müssen mehr Power haben, wir müssen mehr Kraft haben, also müssen wir internationalisieren. Wir müssen zweitens unser Geschäft vertikalisieren, wir müssen tiefer in die Wertschöpfungsstufe rein, weil jeder weiß, dass das Geschäftsfeld Reiseveranstalter immer schwieriger wird. Das sehen wir an der momentanen Konsolidierungsphase. Also müssen wir vertikalisieren, im DMC-Geschäft, im Hotelgeschäft einsteigen
Und drittens, wir müssen dem internationalisieren und vertikalisieren auch digitalisieren. Das heißt, wir müssen unsere Geschäfte automatisieren, um sozusagen unseren stationären Vertrieb onlinefähiger zu machen, zu integrieren, um im Grunde genommen viele Dinge zu machen, automatisieren, die uns wettbewerbsfähig machen. Das waren die drei Dinge. Das haben wir so gemacht, indem wir zuerst in Osteuropa die Exim-Gruppe übernommen haben. Das ist der Marktführer in Tschechien, ist auch in Ungarn, Slowakei und in Ungarn, Slowakei, Polen und in Tschechien tätig. Hatten dann plötzlich aus drei Quellmärkten 7 gemacht, haben dann die Kuoni-Gruppe übernommen vor 3 Jahren, 4 Jahren. Mit den Quellmärkten oben, die 4 Quellmärkte in Skandinavien, das heißt Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland. Da war auch noch dann Benelux dabei und die Schweiz und UK. Und waren damit plötzlich sozusagen in 14 Quellmärkten, haben im letzten Jahr dann Frankreich auch noch übernommen, die Kuoni-Gruppe mit einem weiteren Quellmarkt. Ja. Wir lesen immer vom großen europäischen Umbau, so daran erinnere ich mich immer, wenn man über die Dertouristik im Moment spricht und über Zusammenlegung Köln-Frankfurt, also sprich Baustein und Pauschalgeschäft. Wie ist denn da der Status quo? Klappt das so wie geplant? Ja, man muss erstmal, also das eine ist der europäische Umbau und das andere ist das, was wir in Deutschland gerade machen. Also wir haben sehr erfolgreich die Geschäfte, die ich gerade beschrieben habe, integriert. Wir sind sehr erfolgreich auch in den Zielgebieten mit unserer neuen DMC-Struktur unterwegs. Und in Deutschland haben wir ein Einzelproblem, sagen wir es einfach mal so. Wir haben 2 Standorte gehabt, das kam durch die Geschichte, die ich Ihnen gerade erzählt habe, mit Köln und mit Frankfurt. Wir haben 6 unterschiedliche Marken, wir haben 2 unterschiedliche Buchungsreservierungssysteme. Das ist langfristig natürlich betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll. Deswegen machen wir jetzt, nachdem wir die europäische Restrukturierung gemacht haben, eigentlich die innerdeutsche weiter. Die hat sicherlich ein relativ hohes Ausmaß. Da sind wir so sozusagen noch links nicht auf der Zielgeraden, aber ich würde mal sagen, jetzt Bottomline angekommen, um jetzt wieder von unten durchzustarten. Ja, Sie, wir haben es ja gehört in der Beschreibung Ihrer Vita, Sie waren viele Jahre dann bei der TUI und jetzt bei der Touristik in der Geschäftsführung. Und kann man denn so in Richtung Unternehmensphilosophie einlenken? Was ist denn da so der Unterschied zwischen ehemals TUI und jetzt bei der Touristik? Ich habe im Vorgespräch hatten wir es ein bisschen davon, da gibt es neue Unternehmensphilosophien und da grenzt sich der Touristik stark ab und hat eine Reihe an USPs. Was ist denn damit gemeint? Also, Unterschied zwischen TUI und der, rein von der Philosophie her. Ja, also ich glaube, und das ist auch für Sie wichtig, wenn Sie über Arbeitgeber nachdenken. Schauen Sie sich immer genau an, im Grunde genommen, welche DNA, welchen Ursprung hat ein Unternehmen? Hat es einen Vertriebsursprung? Hat es einen unternehmerischen Ursprung? Und das unterscheidet zum Beispiel dann auch die TUI mit der Wertrüstung. Die Wertrüstung ist eine Tochter der REWE, wir haben das ja gerade gehört, und die REWE ist eine Genossenschaft. In einer Genossenschaft besitzen sozusagen die Supermarkteigentümer die Gruppe. Das heißt, die Jungs, die sozusagen im weißen Kittel durch den Laden marschieren und schauen, dass alles operativ sind, sind die Eigentümer von einem Unternehmen mit 55 Milliarden Euro Umsatz und dem viertgrößten Arbeitgeber in Deutschland, 379.000 Menschen. Und die haben natürlich sozusagen nicht die Gruppenperspektive im Sinn, sondern ein nachhaltiges Geschäft und wollen nichts anderes, dass ihr Laden für die nächste Generation noch steht. Die wollen diesen Laden einfach weitergeben an die nächste Generation. Und deswegen ist das Denken, auch das Handeln, das Investieren von einer Genossenschaft komplett anders als ein Unternehmen, was an der Börse notiert ist, wie zum Beispiel TUI oder Thomas Cook, die im Grunde genommen natürlich durch die Jahresergebnisse, durch die Quartalsergebnisse, die sie kommunizieren müssen, immer wieder neue Geschichten brauchen, um das zu erklären, was da vorgeht. Das ist eine Genossenschaft sehr viel nachhaltiger und sehr viel anders. Komplett anders ist der Mittelstand, da sind sehr viele Unternehmer drin, das sind meistens Unternehmen, die auch nur durch eine Person wirklich geführt sind. Und insofern sollten Sie immer genau schauen auf die Muttergesellschaft oder auf die DNA einer Gesellschaft, denn Sie müssen sich dort im Grunde genommen anpassen, Sie müssen dort im Grunde genommen sich reinleben und das ist ganz wichtig für die Zufriedenheit. Es gibt nicht besser oder schlechter, es gibt nur anders und man muss sich für einen Weg entscheiden. Also sprich, klare Ansage von Ihnen, wenn ich mir überlege, bei welchem Arbeitgeber will ich arbeiten, sollte ich mir zuerst die Unternehmensphilosophie anschauen. Können wir das so als Fazit sagen? Ja. Das wollte ich sagen, genau. Super, perfekt. Ja, wenn wir dann auf der einen Seite über Veränderungen in Unternehmensphilosophien sprechen, es ändern sich ja auch einfach die Werte. Was stellen Sie denn da innerhalb der Touristik fest, was die Arbeitgeber mitbringen? Also, wir sprechen immer vom großen Wertewandel und wir sprechen vom War for Talents und wir sprechen darüber, dass mittlerweile Work-Life-Balance viel wichtiger ist als der Gehalt etc. Was ist denn da so Ihre Meinung dazu?
Gut, da muss man also das Thema Work-Life-Balance können wir vielleicht danach nochmal als eigenes ansprechen. Da habe ich, glaube ich, eine etwas andere Meinung zu als ein paar andere Leute. Aber das Thema grundsätzlich, was macht uns anders oder sagen wir mal, was macht die DER-Touristik aus? Wir haben Unternehmer. Ich habe das eben beschrieben, das ist die DNA wieder. Wir lassen Unternehmer auch Unternehmer sein. Wir haben ein komplett anderes Geschäftsmodell in Skandinavien, wie meinetwegen in UK oder in Deutschland. Wir haben ein komplett anderes Agieren in unserer Reisebüro-Struktur wie unserer Reiseveranstalterstruktur. Wir sind eben nicht TUI und Thomas oder Thomas Cook und stülpen praktisch sozusagen ein Ding rüber und sagen, das müsst ihr jetzt machen, sondern wir sagen, erfolgreich kannst du im Markt nur sein, wenn du enger am Kunden bist. Also wir wollen sehr stark B2C sein, wir wollen sehr kundenorientiert denken. Deswegen sind unsere Märkte, wie gesagt, vollkommen unterschiedlich. In Skandinavien verkaufen wir 90% unseres Geschäftes online über die eigene Webpage. Hier in Deutschland haben wir eine komplett andere DNA. Das Unternehmen ist komplett anders strukturiert. Wir produzieren eigentlich für den stationären Vertrieb oder auch für den Online-Reisebüro-Vertrieb hier vor. Das ist eine komplett andere Rolle im Markt, die man entsprechend machen muss. Aber wir lassen den Leuten auch die Freiheit, das so zu leben, weil nur dann können sie wirklich erfolgreich sein. Wenn sie anfangen, Geschäftsmodelle, die erfolgreich sind, links und rechts zu verdrehen oder aus einer anderen Perspektive zu sehen, machen sie oft Geschäfte kaputt und genau das wollen wir nicht machen. Wir haben heute 131 Unternehmen in der Touristik, innerhalb der REWE-Gruppe und die agieren eigentlich alle relativ selbstständig. Wow. Wir müssen überleiten hin zu, ja, welche Skills und Know-how denn für junge Touristiker heutzutage gefragt sind. Und da vielleicht so Ihre ganz persönliche Empfehlung. Gibt es sowas wie einen Königsweg? Gibt es die vorkonfektionierte Karriere, dass man sagt, da landet man dann mal ganz oben in einem Unternehmen? Oder wie ist denn da Ihre Meinung dazu? Gibt es einen Königsweg in der Reisebranche? Nein, ich glaube nicht, weil jeder von uns unterschiedlich ist. Jeder ist ein bisschen anders. Jeder bringt andere Talente mit. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich glaube, eine gute theoretische Basis ist immer enorm wichtig. Es ist nicht wichtig, wo man die unbedingt gemacht hat. Ja, sie muss einfach nur gut sein. Die kann man sich selbst aneignen, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, oder man kann sie in unterschiedlichen Universitäten machen. Eine gute handwerkliche Ausbildung ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man sich dann eben auch entsprechend weiterbildet. Man muss aber, egal welchen Weg man vorher geht, eines immer im Blickfeld haben, mach nur das, an das du wirklich glaubst. Weil nur wenn man Glauben hat an etwas, dann bringt man Mut mit. Ein Kollege von mir sagte immer, mit einer vollen Hose kannst du nicht weit springen. Und das ist eben auch genauso. Um erfolgreich zu sein, braucht man Mut. Man braucht auch im Grunde genommen den Glauben, um andere zu überzeugen. Sie müssen ein Team hinter sich stellen. Sie müssen Leute haben, die auch daran glauben. Das tun sie nur, wenn sie auch daran glauben. Also machen sie nur Dinge, die sie für richtig halten und die, wo sie an den Erfolg glauben. Wenn Sie nur zu einem Arbeitgeber gehen, um zu sagen, Mensch, das ist ein tolles Unternehmen oder das ist ja eine tolle Stelle, Sie glauben aber nicht an das, was Sie da wirklich machen, vergessen Sie es, Sie werden nie Karriere machen. Sie brauchen zwei Dinge, nochmal Glauben und das zweite ist, Sie brauchen einen enormen Teamgeist. Sie kriegen ab einer gewissen Größenordnung alleine nichts hin. Die meisten Leute scheitern auf den mittleren Ebenen, weil sie alles selbst machen wollen. Das geht nicht mehr. Ab einem gewissen Punkt ist es einfach unmöglich. Und Team braucht Motivation, Team braucht im Grunde genommen natürlich auch eine gewisse Philosophie, muss man also eine Philosophie auch als Führungskraft immer wieder vorgeben. Auch da gibt es nicht gut oder schlecht, da gibt es halt unterschiedliche. Sie müssen nur authentisch sein und konsistent in dem, was sie tun, dass das Team die Chance hat, den ähnlichen Weg letztendlich zu folgen. Also Teamgeist auf der einen Seite und Glaube auf der anderen. Work-Life-Balance hatten Sie ja eben noch nachgefragt, finde ich klasse den Ausdruck. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, wir müssen auch als Arbeitgeber ein Umfeld darstellen, was das ermöglicht. Für die vielen, vielen Menschen, die es bis zur mittleren Ebene schaffen wollen. Ja, also das ist vollkommen wichtig. Ich finde Work-Life-Balance auch richtig. Das ist ja nicht mehr als ein Trendwort, sondern es ist ja tatsächlich eine Lebensphilosophie. Aber glauben Sie mir eins, erfolgreich können Sie nur sein, wenn Sie beide Sachen in irgendeiner Form gekapselt sehen. Mein Privatleben, mein Berufsleben haben wenig Überschneidung. Relativ wenig. Außer, dass meine Frau ganz viele Leute kennt, die ich immer mit nach Hause bringe und so weiter. Aber im Grundsatz bin ich in meinem privaten Leben, habe ich etwas aufgebaut, in dem ich heute sagen kann, ich bin glücklich. Ich bin mit 55 noch immer das erste Mal verheiratet. Das ist alles intakt, das ist alles sauber, obwohl ich immer weit überdurchschnittlich gearbeitet habe. Ich wäre aber berufsmäßig nie erfolgreich geworden, würde nie da sein, wo ich heute bin, hätte ich nicht 12 Stunden investiert. Sie müssen schon Zeit investieren,
Sie müssen Engagement mitbringen, Sie müssen Kraft haben, letztendlich, um das umzusetzen. Und das nur auf einer Balance überzuhalten zwischen dem einen und dem anderen. Tut mir leid, das wird, wenn Sie richtig Karriere machen wollen, wird das nicht hundertprozentig funktionieren. Versuchen Sie beides zu machen. Erfolgreich zu sein im Privatleben und erfolgreich zu sein in Ihrem Unternehmen. Stellen Sie das nebeneinander, da brauchen Sie natürlich immer die richtigen Menschen, die Sie umgeben dafür, auf der einen Seite. Aber letztendlich sozusagen sollte man das nie miteinander ausbalancieren, weil das eine sollte eigentlich mit dem anderen nichts zu tun haben. Ja. Meine persönliche Philosophie. Ja, tolle Aussage, habe ich sehr Respekt vor. Würden Sie denn sagen, also hier, ich würde mal sagen, wer studiert denn alles? Dass wir einmal wissen, wer vor uns sitzt. Genau, und da geht es ja natürlich primär um das Thema Theorie. Über Jahre, also Bachelor, Master, sitzt man teilweise 5, 6 Jahre dann in der Universität und sammelt unglaublich viel an theoretischem Fachwissen an. Was würden Sie denn allerdings sagen? Ist es nicht viel wichtiger, sich auf das Thema Praxis etc. zu fokussieren? Ist Praxis-Know-how wichtiger als Theorie? Nein, wie eben schon besprochen. Also ich glaube, beides ist wichtig. Jetzt meine älteste Tochter studiert auch Touristik, also insofern glaube ich, dass das so wichtig war. Ich hätte ihr diese Empfehlung ja nie gegeben, wenn ich da nicht dran glauben würde. Gleichzeitig hat sie aber auch schon 4 oder 5, ich glaube 6 oder 7 sogar Praktikas gemacht, um immer wieder reinzutauchen, um zu verstehen, vor allem auch, wo man da hinterher hingehen will. Also was reizt einen, wozu hat man wirklich Talent? Nochmal Talent braucht man auch für irgendetwas und man hat nicht für alles Talent. Es gibt viele Dinge, die ich persönlich nicht kann und an die ich mich auch nicht ranwagen würde und es gibt andere Dinge, die kann ich gut. Das ist bei Ihnen sicherlich auch der Fall. Also ich würde sagen, man braucht praktische Erfahrung. Die Theorie ist die Basis dafür. Letztendlich wird Erfolg aber nie auf dem Papier gemacht. Also Sie können noch so viel im Grunde genommen lernen. Das ist eine super Basis und so weiter. Aber danach in der Praxis müssen Sie tatsächlich zeigen, wie man erfolgreich sein kann und was die richtigen Konzepte sind. Jetzt habe ich hier in den Reihen einige Professoren an sich auch ins Auditorium gemischt. Und deshalb stelle ich jetzt gerne die Frage, wo Sie gerade erzählen, dass Ihre Tochter auch Tourismus studiert. Wenn Sie haben sicherlich ja mal in Curricula reingeschaut, was da Ihre Tochter beigebracht wird. Sehen Sie das als State of the Art? Ist das zeitgemäß, was dort gelehrt wird im Hinblick auf, wir sprechen immer wieder davon, dass Travel IT mittlerweile Einzug in die Lehrprogramme, in den Hochschulen, in den Unis hält. Was ist denn Ihre Meinung zu den aktuellen Lehrinhalten, wenn man gerade das Beispiel mit Ihrer Tochter sieht, wenn Sie das mal anschauen? Sind da die Hochschulen wirklich am Zahn der Zeit? Ja, jetzt verbrenne ich mir natürlich die Finger, wenn hier irgendjemand aus der Uni sitzt. Ich glaube in vielen Punkten ja. Ja. Es kommt aber immer auch hier nicht unbedingt nur auf die Universität an, sondern auch auf denjenigen, der lehrt. Also wenn die Leute aus der Praxis kommen, dann merkt man schon, dann ist der Lehrstoff auch sehr viel praxisorientierter. Wo ich glaube, erkennen zu können, dass ein gewisser Mangel ist, das ist nicht bei dem Thema Online, sondern bei dem Thema IT. Ich verstehe Online eigentlich nicht nur, wenn ich IT-Strukturen auch verstehe, wenn ich Datenstrukturen verstehe. Und das kommt einfach zu kurz. Man setzt mal direkt oben an und sagt, Mensch, wie kann ich eine tolle App schreiben oder wie gehe ich mit Influencern um und so weiter und so weiter. Das ist ja nur die oberste Schicht. Da muss ich überhaupt erstmal hinkommen, das muss ich überhaupt erstmal organisiert kriegen. Das Verständnis dafür, wie das da unten läuft und wie das funktioniert, also da ist sicherlich noch ein Mangel drin. Aber ansonsten kann ich nicht sagen, dass da irgendein Mangel ist jetzt aufgetaucht. Ich finde die Lehrinhalte gut und ich finde das auch in Ordnung. Sehr schön. Wir sprechen, also der Ursprung, warum die Lehrpläne geändert werden, ist ja das Stichwort Digitalisierung, dieses Buzzword, was so überall schwebt. Und wenn wir über Veränderungen in Volkswirtschaften etc. sprechen, dann fällt immer der Begriff VUCA, also sprich Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Wenn man diese Buzzwords jetzt mal nimmt und VUCA, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Begriff, was ist denn Ihre Meinung dazu? Und wenn wir dann wieder so Beispiele von der Touristik wollen, vielleicht einfach mal hören, 2, 3 Stück, wo greift denn da VUCA? Wo spüren Sie denn diese Anzahl an Veränderungen, an Mehrdeutigkeit, an Komplexität etc.? Lass das Wort mal weg. Also im Grunde genommen spielt das Wort keine Rolle. Es ist ja nur die Aussage dazu zu sagen, die Welt um mich herum ist komplexer geworden und ich muss schneller agieren, im Grunde genommen, um erfolgreich zu sein. Aber sie ist sehr viel komplexer geworden. Und deswegen muss man, glaube ich, eine Sache machen, man muss Problemfelder einzeln kapseln
und muss letztendlich, und das ist ja auch das agile Arbeiten, was ich heute habe, ne, dass ich einfach sage, so ihr fünf macht mal jetzt genau dieses eine Thema, vollkommen unabhängig, was links und rechts passiert. Mhm. Das Problem, was dann aber meistens ganze Unternehmen letztendlich in irgendeiner Form funktioniert. Und das ist etwas, was viele Unternehmen nicht können. Also vernünftig miteinander kommunizieren, das ist ja das, was man heute in modernen, auch digitalisierten Unternehmen häufig sieht, dass die Menschen dann mindestens sich 3-4 Mal die Woche in einem großen Raum zusammentreffen und sich gegenseitig erzählen, was sie machen. Das ist im Grunde die Antwort darauf, glaube ich, diese Komplexität dann auch in den Griff zu bekommen und mit ihr umzugehen. Aber lassen Sie WUKA. Ja. Und ich finde es spannend, dass Sie das jetzt gerade aus einem ganz anderen Ansatz erzählt haben. Wenn man über die Digitalisierung spricht, dann denkt man ja eigentlich, Unternehmen, Plattformökonomie und so weiter funktioniert ja heutzutage so, dass eben alles zeitgleich miteinander vernetzt kommuniziert. Deshalb hat mich jetzt Ihre Aussage gerade so ein Stück weit überrascht. Also Sie gehen als Führungskraft ran, Sie haben ein Problemfeld XY und Sie kapseln es erstmal in einzelne Bausteine. Man versucht das zu kapseln. Ja, es gelingt natürlich nicht. Ja. Weil im Grunde genommen sagt man ja zum Thema Vernetzung und Digitalisierung, dass man das genau eigentlich nicht macht. Oder meinen Sie, dass das dann die Aufgabe der Führungskraft ist? Dass sind dann genau Sie gefragt, die Bausteine wieder zusammenzusetzen? Ja, also entweder der Führungskraft oder der Kommunikation unter den einzelnen Einheiten. Ja. Also heute ein agiles Team hat ja immer genau die Aufgabe, ein einzelnes Problemfeld zu kapseln und sozusagen standalone zu bearbeiten. Und, daran hängt eben, das ist das, was ich eben sagte, auf die Komplexität, das dann im Grunde genommen übereinzubekommen mit den anderen Dingen. Denn das ist ja vollkommen richtig, man baut ja alles auf eine Plattform auf. Also unten sind sozusagen die Daten, die schwimmen da rum, die muss ich strukturieren, die muss ich sozusagen auch miteinander kompatibel machen. Und das ist dann wiederum eine Frage der Architektur, der IT-Architektur insbesondere dann. Ja. Okay, nennen Sie es WUKA. Ja, und genau. Wie ist denn die Dertouristik aufgestellt? Also sowas wie agiles Arbeiten und Co. funktioniert ja in sogenannten Matrix-Aufbaustrukturen hervorragend. Wie ist denn Dertouristik aufgebaut und wie funktioniert es da? Ja, da muss man mal ganz ehrlich sein, da ist das, was wir heute in Summe machen, weit von weg. Mhm. Das ist einfach, wir haben eben über die Geschichte des Unternehmens gehört, das ist 100 Jahre alt, hat immer einen sehr stationären Ansatz auch gehabt. Das ist ja auch nicht verkehrt, aber ein Unternehmen von heute auf morgen im Grunde genommen zu verändern, ist nicht machbar. Wir machen das im Einzelnen, wir machen das in unserem digitalen Umfeld, wir machen es in unserem Online-Umfeld. Dort versuchen wir im Grunde genommen Arbeitsweisen zu verändern, aber für das gesamte Unternehmen, das dauert einfach ein Jahrzehnt. Das hat auch etwas, da habe ich eben gesagt, gucken Sie sich die DNA an. Es ist etwas komplett anderes, wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, was 5 Jahre alt ist. Das ist einfach komplett anders. Das ist noch neu, da kann man noch relativ viel bewegen. Es sind noch keine gelebten Strukturen, das ist alles noch komplett anders wie ein Unternehmen, was 2000 Mitarbeiter hat, eine 100-jährige Geschichte, wie wir sie zum Beispiel haben, hinter sich hat und so weiter. Das geht nicht von heute auf morgen, das wird nicht funktionieren. Jetzt ist halt die Frage, in welcher Geschwindigkeit muss ich das verändern, um letztendlich in 5, in 10 Jahren überhaupt noch überlebensfähig zu sein. Und das ist dann letztendlich genau Management. Und das ist also genau die Aufgabe dann der obersten Führungsriege, da die richtige Geschwindigkeit vorzugeben, um hinten nicht zu viel umzuwerfen und neue Dinge praktisch nach vorne und trotzdem zu machen. Und sicherlich auch, Herr Hartmann, zu erkennen, welche
Wir hören heutzutage aus der Presse und im Hörsaal irgendwas über Blockchain, über Digitalisierung, über Artificial Intelligence etc. Da fliegen uns unglaublich viele Buzzwords um die Ohren als junge Touristiker. Was würden Sie denn den jungen Leuten da mitgeben? Was sollen wir denn wirklich ernst nehmen und was sind denn nur hochgekochte Themen? Ja, das ist natürlich sehr schwierig, weil es immer auf genau das Umfeld ankommt. Also ich halte heute die Diskussion zum Beispiel um das Thema Blockchain in der Touristik für vollkommen überzogen. Aber natürlich eine Blockchain-Technologie und im Grunde genommen die Verschlüsselungspraxis, die dahinter hängt, ist natürlich etwas, was im Bankensystem tatsächlich die Welt umwerfen wird. Also insofern muss man immer schauen, welchen Business-Effekt haben Technologien wirklich auf das einzelne Geschäft. Und dann kann man das beurteilen, ja. Dann frage ich nochmal andersrum. Was sollen denn junge Leute mitbringen ins Unternehmen? Müssen die sich besonders mit dem Thema IT-Kompetenz beschäftigen? Sollten die heutzutage womöglich programmieren lernen etc.? Was sind denn wirklich die Felder, also aus der Sicht von jungen Berufseinsteigern? Weil da ist Blockchain, glaube ich, zu vernachlässigen in den ersten ein, zwei Berufsjahren. Also sprich Berufseinstieg, welches sind da die Themen, die ich auf dem Schirm haben muss? Auch da ist die Frage, welcher Berufseinstieg, aber ganz grundsätzlich, IT-Wissen sollte man schon irgendwo haben oder Verständnis. IT-Wissen ist das Falsche. Man muss nicht programmieren können, aber man muss verstehen, wie die Dinge zusammenhängen. Und das ist eben genau das, was ich eben gesagt habe, das wird eben an Universitäten nicht gelehrt. Das muss man sich dann im Berufsleben relativ schnell aneignen, weil ohne dieses Basiswissen geht nichts. Und natürlich braucht man immer betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse, gerade in unserer Industrie. Das sind die zwei Sachen, die man sozusagen ausbildungstechnisch mitbringen sollte. Und rein von der Persönlichkeit auf jeden Fall immer faires Verhalten, mutiges Verhalten und mit Offenheit und Klarheit wirklich an die Dinge rangehen. Also, und nichts lange stehen lassen. Also das ist, glaube ich, auch so das Wichtigste. Ne? Dass man nicht einfach Dinge sagt, ich kann da ja sowieso nichts verändern, also rede ich darüber nicht. Ne? Dann ist schon der erste Schritt im Grunde genommen zur Designation, also sollte man das möglichst frühzeitig angehen, das Thema. Ja, also offen sein für diesen digitalen Wandel. Ja, nicht nur digitaler Wandel, nochmal, wir befinden uns neben Digitalisierung auch in einer Touristikindustrie. Da haben wir es mit Leuten zu tun aus, ich weiß nicht wie vielen Nationen, jeden Tag und immer wieder, man muss sich darauf einstellen können. Denn letztendlich, neben aller digitalen Diskussion, sind wir in einem People-Business. Und dieses People-Business kann man nur machen, wenn man mit anderen Menschen, auf andere Menschen eingeht, sie versucht zu verstehen und gemeinsam erfolgreich sein kann. Man ist nie lange erfolgreich, wenn der Erfolg nur auf der eigenen Seite liegt. Die Geschäftspartner müssen genauso erfolgreich sein. Das kriegt man nur hin, wenn man eine Idee dafür entwickelt, wie das Land, wie der Mensch und wie die Organisation, die dafür funktioniert. Also ich höre durch, wir haben gehört Erfolg, Mut, Unternehmergeist und also sprich, Sie zielen immer mehr so ein Stück weit auf diese sogenannten Soft Skills. Und würden Sie auch eben sagen, also wenn wir nochmal zurückgehen, Hard Skills und Co., welche Abschlüsse etc. sind essentiell? Oder ist das Thema komplett zu vernachlässigen und ich soll mich viel lieber darauf fokussieren, dass ich vernetzt denken kann, dass ich gut kommunizieren kann, dass ich ein Teamplayer bin etc.? Es kommt ja nicht auf den Abschluss an. Der Abschluss ist eine Eintrittskarte. Also der ist eine Eintrittskarte in ein Unternehmen. Natürlich, wenn Sie einen besseren Abschluss haben als der andere, dann sind Sie sozusagen von den 30 Bewerbern unter den Top 10 und nicht unter den Top 20. So, das ist der große Unterschied. Überzeugen in der Arbeit, und darüber habe ich ja gerade geredet, tun Sie eben durch die Soft Skills. Sie müssen die Sache allerdings können. Also nochmal, also ohne betriebswirtschaftliches Wissen, ohne zu wissen, wie man einen Jahresabschluss macht oder wie man eine Bilanz liest, können Sie kein Unternehmen kaufen. Da können Sie zwar irgendwie mitschwimmen, aber Sie können Dinge nicht treiben. Und insofern brauchen Sie das und das kriegen Sie nur hin, wenn Sie das mal gelernt haben. Es ist Ihnen egal, wo Sie das gelernt haben. Also das muss man schon selbst an sich selbst machen. Und wenn man sieht, dass man Lücken hat, muss man die einfach schließen. Es ist doch vollkommen egal, was das für ein Abschluss ist. Wenn ich merke, ich kann etwas nicht, dann muss ich schauen, dass ich diese Lücke schließe. Im Berufsleben dann hinterher. Nochmal, alles andere, was vorher ist, darüber habe ich noch nicht gesprochen, ist die Eintrittskarte. Die gut ist, ne? Dass man eine gute Basis ist. Ja, jetzt ist es so, dass ungefähr so, ich glaube knapp 50% sind sich gar nicht sicher, ob sie nach dem Studium überhaupt in der Reisebranche bleiben wollen. Und ich
Ich meine, bei Ihnen haben wir jetzt gesehen, vom Reiseverkehrskaufmann, Lehre bei TUI damals. Heute ist viele, viele Jahre der Reiseindustrie treu geblieben. Was würden Sie denn den jungen Menschen gerne mitgeben, warum man der Reisebranche treu bleiben will? Also erstmal ist das natürlich eine Branche, die weiter wachsen wird. Wir haben momentan in Europa natürlich eher eine Stagnation. Das hat was mit Politik zu tun, das hat was mit wirtschaftlicher Entwicklung zu tun. Wenn man nach Frankreich guckt, die Probleme dort anschaut, wenn man nach England schaut, die Probleme anschaut, ja, da gibt es Momentaufnahmen, die natürlich auch nicht gerade ermutigen. Das sind die Insolvenzen von den Airlines, das ist das gute Wetter im letzten Jahr, das Nachfrageverhalten geht leicht runter. Gut, trotz alledem weltweit, und wir wollen ja alle international arbeiten, auch in der Touristikindustrie, weltweit wird die Branche gigantisch wachsen. Das ist einfach nur so. Da kommt in China, da kommt in Russland, da kommen in Südamerika Megamärkte dazu. Und wenn Sie da mal reinschauen, wie das Reiseverhalten korreliert letztendlich zum durchschnittlichen Einkommen, dann kriegen Sie ein Gefühl dafür, was für eine Explosion in diesem Markt noch vor uns liegt. Also dieser Markt wird gigantisch wachsen, deswegen kann man auf jeden Fall dort eine Rolle finden. Dass das natürlich in Zukunft möglicherweise nicht mehr in denselben Rollenverständnissen wie heute, das ist auch klar. Also welche Rolle zukünftig noch ein Reiseveranstalter spielt, welche Rolle Thomas Witterich natürlich auch dazu sagen, ein stationärer Vertrieb oder ein stationärer Vertrieb, der sich mit online sozusagen in Multi-Channel-Kanal trifft, inwiefern eine Rolle spielt, ist eine ganz andere Geschichte. Da wird es viele Player geben, die lange Jahre überleben, auch sehr erfolgreich überleben, in Nischen, auch in Massen. Und es gibt viele Player, die jetzt gerade auf dem Weg der Konsolidierung, den wir haben in Europa, ist im Nichtrum werden. Also Veränderungen sind da, aber der Markt wächst grundsätzlich. Deswegen, erstens, glaube ich, ist es eine gute Idee, der Tourismusbranche treu zu bleiben. Die zweite ist, es ist einfach eine tolle Umgebung. Es macht einen Höllenspaß. Und ich, nochmal, ohne Spaß und ohne Glauben muss ich irgendwas nicht anfangen. Dann könnt ihr überlegen, ob Sie lieber Strümpfe verkaufen wollen oder eine Reise nach Thailand. Und Sie können überlegen, ob Sie lieber als Geschäftspartner, keine Ahnung was, den Großschlachter aus Kitzbühel haben gegen den, weiß ich nicht, den Hotelier aus, ja, noch aus Bali oder so. Es ist einfach auch eine Frage, möchte man sich auf diese Internationalität, möchte man sich auf diese Branche einlassen? Und da kann ich nur sagen, machen Sie es. Es macht echt Spaß. Also mir hat es viel gebracht und ich glaube auch stark an die Zukunft. Jeder dritte, vierte im Raum denkt sich jetzt, nein, aber in der Reiseindustrie, da verdiene ich doch nichts richtig. Und ich will nochmal auf das Stück, auf das Thema mit dem internationalen Wachstum etc. anknüpfen. Heißt es denn, wenn die Reiseindustrie an sich und Umsätze etc. wachsen, dass auch Marge wächst, dass das Geschäft profitabler wird und vielleicht am Ende des Tages sich das Gehaltsniveau in der Reisebranche auch ein Stück weit nach oben entwickelt? Denken Sie das? Also es ist immer die Frage, wird wirklich kein Geld verdient in der Branche? Das stimmt ja nicht. Also wenn man sieht, dass die TUI eine Milliarde Ergebnis macht, wenn man sieht, was die Hotelgesellschaften verdienen, wenn man sieht, was manche Fluggesellschaften auch verlieren, dann ist ja sozusagen da schon durchaus eine Menge Kohle drin. Also wenn dort mehr bezahlt werden wollte, dann könnte man das letztendlich möglicherweise an der einen oder anderen Stelle heute schon tun. Anders ist es natürlich immer, wenn Sie so ein bisschen dazwischen hängen in einer Vermittlerrolle, ne? Als Reiseveranstalter oder als Reisebürovertrieb. Da wird sicherlich in Zukunft auch eher um den Spaß gehen müssen, als um das mehr verdienen. Das ist richtig auf den normalen Leveln, also bis zur mittleren Führungsebene. Das muss man halt überwinden mit Spaß. Ne? Also, mich hat das immer überzeugt, ich habe das immer gerne gemacht und mir war es nie wichtig, ob ich 200 oder 300 Euro mehr verdient habe, als derjenige, der in der Versicherung gearbeitet hat, mit dem ich meinetwegen Abi zusammen gemacht habe. Oder so, ne? Klar hat er immer 300, 400 Euro mehr verdient als ich. Das war mir wurscht, weil ich war unterwegs in XY und der saß in seinem blöden Büro irgendwo in Hannover, in der keine Ahnung was Straße. Also insofern, das ist der Faktor, den man überwinden kann. Danach allerdings kann man auch ganz gutes Geld verdienen. Je nachdem, in welchem Bereich man geht, Punkt 1, und je nachdem, wie hoch man kommt. Ja. Und dann gleicht sich das sozusagen auch ein Stückchen weit an. Aber es ist ja auch nicht die schlecht bezahlteste Branche. Also ich kenne mich jetzt ja auch ein bisschen aus durch meine Vorstandsposition im Lebensmittel, Einzelhandel. Und also es gibt da sicherlich noch Dinge, die noch weniger bezahlt werden.
Ja, spannend. Ich kann nur jeden ermutigen, da drin zu bleiben. Das trägt ja auch zur Work-Life-Balance, wenn wir das Thema nochmal weiter bei, wie viel Spaß habe ich sozusagen im Beruf. Ja. Also glauben Sie mal eins, wenn Sie keinen Spaß haben im Beruf, sind Sie zu Hause auch im Kniestrübel. Das ist einfach so, da kriegen Sie das privat auch nicht hin. Also insofern hat immer, ich sag mal, Spaß etwas damit zu tun, wie viel Einsatz ich bringe, und wahrscheinlich muss man dann rein zeitmäßig von dem anderen etwas wegnehmen. Dann ist es immer noch gut ausbalanciert, wenn es zeitlich nicht passt. Ich würde mal sagen, Herr Hartmann, unter dem Stichwort Spaß verstehen Sie jetzt natürlich nicht irgendwie Spaß am Bürotisch, sondern ganz viele hatten Ja, Sie vorhin auch Digitalisierung auch angesprochen mit der Kommunikation im Unternehmen. Eigentlich, wie ist das für Sie oder wie setzen Sie es in Ihrem Unternehmen durch? Eigentlich, ich habe eher das Gefühl, dass Sie nicht ganz für die Digitalisierung sind und beziehungsweise dieses, weil es eher verkapselt wird, sondern eher darauf eingeht, dass Leute wirklich mehr miteinander kommunizieren in Ihrem Unternehmen. Beziehungsweise, wie wichtig ist das für Sie? Ja, Digitalisierung, das ist eben für mich so ein bisschen das Problem, beschränken die meisten Leute auf das Thema online. Das stimmt eben nicht. Digitalisierung ist Automatisierung, ist Neuschaffung von Prozessen. Das sind halt ganz viele Dinge, und das sind Dinge, die sozusagen das ganze Unternehmen auch vollumfassend beeinflussen. Also insofern, ich wollte vorhin mit dem Kapseln des Themas auf keinen Fall sagen, ich nehme Digitalisierung nicht ernst, ich nehme die sehr ernst. Ich glaube bloß, dass wenn Sie auf dem Weg der Digitalisierung sind, Sie den Anspruch an das eigene Unternehmen nicht zu hoch stecken dürfen. Denn das Unternehmen, die Menschen müssen mitkommen. Die kommen halt aus einer nicht digitalisierten Zeit und müssen jetzt anfangen, mit Digitalisierung umzugehen. Vor allem auch das Verständnis dafür zu entwickeln, warum das tatsächlich besser ist wie vorher. Und das ist so ein bisschen die Gratwanderung.